Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Egglock. Spielen wir Pokémon Egglock? Tatsächlich. Oh, Beleber. Beleber ist das wohl nützlichste Pokémon-Item in einer Nuzlocke. Ich meine, ja. Ich studiere die Bewegung der Pokémon und entwickle neue Ninja-Techniken. Cool. Cooles Kind bist du. Muss man ja mal sagen. Ich kämpfe mit Pokémon und entwickle so neue Pokémon-Techniken. Boah, schneller als ein Ninja, ehrlich. Cool. Tschüss. Ich kämpfe einfach nur noch mit Voltula und die anderen leveln trotzdem. Na? Wie viele hat er denn jetzt noch? Ach, okay. Das ist das Letzte, dann kann ich ja Volt wechseln. Tschüssi, Smogon. Bis meine neuen Ninja-Techniken fertig sind, dauert es noch eine Weile. Ja, gut, dass ich einfach den Satz komplett verändert habe. So macht man das. Warum steht hier der Baum so auffällig? Ah, okay. Was treibst du hier? Du bist doch nicht etwa wegen der alten Ruinen hier, von denen man sagt, sie können hier zu finden sein. Was für alte Ruinen? Kann man hier irgendwas mit den... mit Regigigas und so machen? Panzer. Ach, ist das Boden? Oder ist das Gestein? Oder überhaupt nichts davon? Okay, es ist Boden. Bodenpsycho oder so. Wenn ich mich richtig erinnere. Aber das ist eins von den Pokémon. Das sieht aus, wie ich morgens aussehe nach dem Aufstehen. Genau so von den Augen her sehe ich auch morgens aus. Hätte ich lieber Ampelleuchte eingesetzt, das hätte Schaden gemacht. Dafür ist jetzt zu spät. Krafttrick. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, wir surfen es zu Tode. War eine gute Idee. Sein einziges Pokémon? Nein. Nassgnet. Das hat natürlich wieder Robustheit. Natürlich. Eins von den seltsamsten Pokémon, die es gibt. Ich meine, es ist einfach nur ein Stein und es hat vorne eine rote Nase dran. Wow. Das hätte ich mir ausdenken können, als ich 3 Jahre alt war, das Design. Die Niederlage schmerzt. Oh, tut mir leid. Ich habe das Gefühl, ich war noch nie in meinem Leben hier oben, ehrlich. Und du noch. Ich war nicht, ich bin echt total schwach. Hä? Warum sagt sie mir das? Okay. Ist ja dein Tohaido. Das ist schon mal nicht ganz so schwach. So, Voltwechsel. Yay, schneller als ein Tohaido. Sehr schön. Ich brauche ein Tohaido zum Schwimmen. Damit schwimmt man, also zum Surfen. Damit surft man ja schneller als mit allen anderen. Sehr, nein. Bloß nicht. Bitte nicht. Ich hab's doch gleich gesagt. Aha. Gut, dass sie mir das sagt. Supertrank? Hier, bitteschön. Und wir gehen zurück auf die normale, richtige Route. Oder auch nicht. Nein, oh. Warum habe ich immer nur Massenbegegnungen mit Myrapla? Das ist ja so nervig. Würdet ihr bitte alle weggehen? Igitt. Die verfolgen mich. Ich wette, das sind immer die gleichen. Wie lange das Spiel gerade gerechnet hat. Darf sie entkommen? Darf sie entkommen?
Lassen wir sie entkommen heute. Aber es geht ja hier unten weiter. Nicht wahr? Wann komme ich denn auf eine neue Route? Karte. Bin immer noch auf Route 120. Hallo Typ. Lass mich mal einen Blick auf deine Pokémon werfen und prüfen, ob sie fit genug für eine Abenteuerreise sind. Okay. Vielleicht hat mich ja die eine Frau davon geheilt, an der ich vorbeigelaufen bin, den ich kämpfen wollte. War so eine lange Route ohne jemand, der einen heilt? Ganz schön doof. Ein Blanas. Was hältst du denn von der Attacke hier? Ja, anscheinend nicht viel. Ups. Ja, schon fast Level 40. Das ist schön. Kommt ziemlich gut hinterher. Und ein Voltenso. Ja, das ist... da brauchen wir vielleicht ein anderes Pokémon für. Hallo, Voltenso. Also als ich früher immer... Rubin? Was hatte ich denn? Ja, ich hatte Rubin gespielt, ja. Hatte ich immer einen Voltenso im Team, weil ich dieses Pokémon so geliebt habe damals. Inzwischen mag ich es nicht mehr ganz so, weil es sind so viele coole Pokémon noch dazugekommen oder ich habe sie anders irgendwie durch Competitive kennengelernt und dadurch mag ich sie lieber. Aber früher war Voltenso eins meiner absoluten Lieblings-Pokémon. Vor allem Fritzelblitz war ja süß. Mit solch einem starken Pokémon-Team brauchst du auf deiner Reise vor nichts Angst zu haben. Okay. Ist das positiv? Neue Route! Wirst du nicht kämpfen? Wie steht es um deine körperliche Fitness? Wenn du nicht fit bist, könntest du in mancher Situation Probleme bekommen. So wie zum Beispiel in X und Y die Arena, wo man so Wände hochklettern muss. Was tut man, wenn man nicht klettern kann? Vor allem nicht so klettern kann. Ich würde niemals Pokémon-Meister werden können, weil ich daran versage. So traurig. Oh, das war aber wenig. Oh, ich bin in Aufruhr. Wow, super, danke. Ampelleuchte ist auch eine sehr coole Attacke. Ich weiß nicht wieso, ich finde die Attacke sehr cool. Und als nächstes Groink. Ach, bleiben wir dabei. Wird schon schief gehen. Und raus. So macht man das. Und dafür setze ich unser Simsala ein. Hallo. Taumeltanz. Ach. Ach, herrje. Na, ich wollte nicht auf Flucht drauf. Das kannst du dir selbst denken, Spiel, dass ich nicht Flucht drücken wollte. Ehrlich. Wow, Tempomacher. Schön. Ja, dadurch ist man nicht mehr verwirrt. Yes! Das war der beste Moment heute im Part. Dass ich Tempomacher bekommen habe und dadurch nicht mehr verwirrt bin. Ja, genug. Tschüss. Reicht für irgendjemand zum Level up? Schade. Ich bin fit wie ein Turnschuh, aber ziemlich schlecht im Pokémon. Ja. Wollte ich nicht nachsehen, ob die eine mich heilt. Zurück! Lauf! Ich habe doch ein Fahrrad, warum benutze ich das eigentlich nie? Tja. Hey, du heilst mich nicht zufällig.
Hallo, du siehst, du stehst da so verdächtig. Ja. Eine Beere. Dafür bin ich zurückgefahren. So ein Kark. Ah, na gut. Eine neue Route. Hallo? Es gibt Dinge auf dieser Welt, die unseren Verstand übersteigen. Was für Dinge? Was gibt es? Brunhilde. Ein Zwielicht, ja, das ist gut. Ich müsste dringend die AP auffüllen von meinem armen Pokémon. Tschüss. Nummer 1 besiegt. Zubiris? Nein, ich möchte nicht wechseln. Zubiris ist auch cool. Auch ein cooles Pokémon. Ha, verwirrt. Hau dich, bring dich um, komm schon. Yes! Nummer 2 besiegt. Es hat sich einfach selbst besiegt. Ich finde das gut. Schön, schön, was ich heute für Zufälle in der Folge habe. Da habe ich wohl verloren. Sieht so aus. Ich fange da mal ein Pokémon. Ich brauche so dringend Trugschlag. Irgendjemand hat mir doch unter die Kommentare geschrieben, wo ich das bekomme. Das werde ich dann auch machen, wenn ich fliegen habe. Ich werde irgendwo hinfliegen. Ich hoffe, das war Trugschlag, was du gemeint hast. Aber ich bin mir ziemlich sicher eigentlich. Tja. Ich brauche so dringend Trugschlag. Wobei es das gegen das Pokémon auch nicht bringen würde. Ha. Ich könnte Zornklinge einsetzen. Eins. Ja. Schuppet. Es schuppet eigentlich selten auf der Route. Ich habe das noch nie auf der Route gesehen. Es hat mich verbrannt. Was ist falsch mit dir? Warum tust du sowas? Eine Runde wird es hoffentlich überleben. Blödes Ding. Ha. Tja, was tue ich jetzt? Erstmal die Verbrennung heilen bringt nichts, wenn es mich sofort wieder verbrennt. Und ich habe kein anderes Pokémon, was ich wenig genug Schaden macht, wo ich mir absolut sicher bin. Oh nein, es hat mich verflucht. Oh, es hat sich selbst Schaden gemacht. Au. Du bist ein ganz schöner Arsch. Schuppert, ne? Merkst du selbst. Tja. Aber... ich hoffe, wir können das jetzt fangen. Ich befürchte aber, Voltula überlebt keine Runde mehr draußen. Hauptsache, es flucht sich jetzt nicht gleich zu Tode, ne? Ich glaube, ich setze einen Hyperball ein. Dann haben wir höhere Chancen. Komm schon, Schuppert. Stell dich mal nicht so an, bitte. Eins, zwei, drei... ja! Gefangen! Das Schlimme ist ja, das seht ihr gar nicht beim Pokémon-Fangen. Immer wenn ich den Ball werfe, fange ich an A zu drücken. Und zwar, das wisst ihr bestimmt, das habt ihr bestimmt schon mal gehört, weil es damals das Gerücht gab, als Pokémon noch ziemlich neu war, dass wenn man beim Fang eines Pokémons A drückt, dass dann die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es gefangen wird. Oder dass es dann gefangen wird auf jeden Fall, wenn man im richtigen Moment drückt. Ich habe das immer versucht, meine ganze Kindheit lang. Und jetzt mache ich das einfach immer automatisch, wenn ich ein Pokémon fange. Ich denke da gar nicht drüber nach. Es passiert einfach, dass ich immer A drücke beim Pokémon fangen. Immer. So, aber... und die Folge ist jetzt auch zu Ende. Ich werde jetzt noch... haben wir irgendwas gegen Verbrennung? Schlaf? Statusprobleme? Verwirrung? Verbrennung. So.
mit der Heilung meines Pokémons, würde ich sagen, beenden wir die heutige Folge. Wenn es euch gefallen hat, kommt auf jeden Fall morgen wieder vorbei. Bis dahin, macht's gut und tschüss.